Boah, was für ein Blatt. Er muss buttern. Nein, Mann. Da muss doch das Ass raus. 60. Von allen schlechten Karten war das nur wirklich die schlechteste. Kreuz Bube liegt. Ja, da sieht man, zu viele Damen können zum Problem werden. Skat Masters 2019. Über 150 Teilnehmer spielen um den Einzug in das große TV-Finale. Wir sind sehr gespannt und wünschen allen Spielern gut Blatt. Das Halbfinale ist gespielt, die Finalisten stehen fest. Wir sind gespannt und wollen wissen, wer diesen Pokal gewinnt. Und da sind wir zum Skat Masters Finale 2019. Qualifiziert ist Walter. Dazu kommt Martin. Und der dritte im Bunde ist Hartmut, schon Vorjahresfinalteilnehmer. Ich bin Wolfgang Schutsch vom Deutschen Skatverband und mir zur Seite steht heute ein deutscher Spitzenspieler, Bernd Apenburg. Hallo Bernd. Einen wunderschönen guten Tag und allen dreien eins gut Blatt. Und da sitzen Sie auch schon am Tisch, am Zaubertisch, der mit Scannerfeldern ausgestattet ist, um die mit Chips versehenen Karten dort drüber zu ziehen. Diese überträgt in die Software, um uns es zu ermöglichen, die Karten zu sehen, so wie hier. Und ich möchte auch gleich einsteigen. Meine Frage an dich, Bernd. Was sagst du zur Kartenverteilung? Wer geht hier rein? Was passiert? Die beste Ausgangsposition ist klar zu sehen bei Walter. Obwohl Walter vom Skat noch nichts sieht, aber mit Zweien kann man schon dieses Blatt eröffnen. Nach der Finde wird er natürlich strahlen und wird einen sicheren Herz nach Hause spielen. Ja, Kreuz und Pik Boom in der Hand. Das wird dann wohl ein Sechstrümpfer sein. Herz, Ass, König, 8 und 7 mit dazu. Ich spiele ein Herz. Schön gesehen. Die 10 von der 9 weggedrückt. Trümpfe stehen 3 zu 2. Er wird nicht in Schwierigkeiten kommen. Jo. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, ein bisschen das Tableau zu erklären. Walter, Hartmut und Martin mit den verteilten Karten. Ganz links über dem Feld von Walter wird angezeigt, welches Spiel angesagt ist. Rechts davon der Skat, in diesem Falle der gedrückte und vorher natürlich auch erkennbar die im Skat liegenden Karten. Ganz rechts das jeweilige Spiel. Wir sind in Spiel 1 mit den momentanen Augen. 29 für den Alleinspieler und 32 für die Gegenspieler. Och, das war ja niedlich. Oh, guck mal, wird er seine Kreuz 9 los? Und in der Mitte die jeweiligen Karten, die gelegten. Das umrandete Feld zeigt immer an, welches Feld bzw. welcher Spieler dran ist, um eine Karte hinzulegen bzw. zum Ausspielen. Aber beim letzten Mal war es auch nicht besser. Spiel 2. Eine interessante Hand wieder für Walter. Ja, noch dazu mit dem Skat, Kreuz, Dame, Herz, Ass. Hui. Aber scannt ihr hier auch schon einen auf dem? Also kann ich mir eine Anreize wird aber doch wohl erfolgen, ne? Ja, auf jeden Fall. Zumindest von Hartmut. Der passt. Passen. Jetzt mehr als 18 geht nicht. Schon ist er dran, der Walter. Traum finde in diesem Fall für Walter. Ass 10 zu 5. In Kreuz, in der Trumpfkarte. In Atu, alle drei Fehlasse. Eins mit 10 König verstärkt. Selbst gegen 4-2 wird er den sicher nach Hause fahren. 4-2. Die Verteilung der Trümpfe bei den Gegnern. Jawohl. Walter hat aus dem ersten Spiel
80 Punkte. Hartmut verblieb natürlich bei 0, genauso wie Martin. Wie sind die 80 Punkte zustande gekommen? Es war ein Herz ohne Zweien. Mit Zweien. Mit Zweien, verzeih. Ja, nur so schnell trübt die Erinnerung, aber vom Zählwert her bleibt es gleich. Mit Zweien Spiel 3 mal Herz, in dem Fall Zählwert 10, sind 30 plus der 50 Siegerpunkte, die jeder Spieler für ein gewonnenes Spiel erhält, muss allerdings in einem verlorenen Spiel auch 50 abgeben. Und als Kompott bekommen die Gegenspieler plus 40 Punkte am Dreiertisch dazu. Mit 81 gewonnen. Ja. Starkes Spiel, sicher nach Hause gebracht. Walter kürzte ab. Super, das sieht gut aus. Spiel 3. Schöne Ausgangskarte bei Hartmut. Ohne Dreien. Hartmut wird auch nicht locker lassen. Er wird die 18. Und erhält das Spiel. Nun, der Skat wird ihn nicht vom Hocker reißen. Finde es nicht begeisternd. Es wird auf ein Herz hinauslaufen. Ja, Herz viermal Trumpf, wenn ich es richtig gesehen habe. Jo. Mit Ass und 10 in Pik in der Beikarte. Karo 10 gedrückt. Und er drückt Herz 10, Trumpf 10. Weil er wohl sieht, das Spiel ist nicht besonders belastbar. Nur gewinnbar über Doppelläufer Pik. Oh, und das sehen wir. Der wird schon mal nicht zu gehen sein, der Doppelläufer. Was heißt Doppelläufer, Bernd? Er hat Ass 10 Lusche und hofft, dass die Pik 2-2 stehen. Dann bekommt er 28 Augen, 2 10 gedrückt. Wenn er Kreuz Ass nach Hause bringt mit Bild, kann er dieses Spiel lösen. Das ist der Plan. Doppelläufer, dass Pik Ass und 10 bedient werden, jeweils von den Gegenspielern. Aber ich glaube, er wird gleich schmerzlich feststellen, dass das nicht eintrifft. Aber er hat noch nicht aufgegeben. Nun, ich kenne einen schönen Spruch. Ein Arzt gibt auf, ein Skatspieler nie. Jawohl. Er steht als Alleinspieler momentan bei 36, die Gegenspieler 48. Kreuz 8 auf dem Tisch. Kreuz Ass, Kreuz 9 und nun müsste Pik 10 gehen. Ja. Nein. Ohne Chance. Ja, das wirft ihn schon zurück, den Hartmut. Minus 130. In Nachspiel 3. Ich glaube, doppelt einscannen ist nicht so das Problem. Das ist nicht so. Ja. Lieber mal doppelt als einmal zu wählen. Dann wirst du mit uns reden. Und jetzt passt das auch schon alles. Wir stehen vor Spiel 4. Herrliche Verteilung. Ja, eben. So machen wir das. Jeder hat etwas und auch nix. Könnte eine Passe werden. Martin. Und Pik Ass und 10 im Skat. Wäre natürlich bombisch für Martin. Ja, ich hab dich gesehen, Junge. Aber. Keiner will was, ne? Keiner möchte. Keiner möchte, war wohl schon die gute Aussage. Wir gehen in Spiel 5. Das war sozusagen ein eingepasstes Spiel, welches mit 0 bewertet wird. Für jeden. Bitte schön. Und Martin steigt ein in sein erstes Spiel. Karo. Na, Karo. Gut, dann bitte schön. Aus Fehlern lernt man. Er muss ausspielen. Seine 3 war hinterlegt. Spielt Karo. Bernd, dein Einsatz. 3-2, gute Verteilung für ihn. Jetzt muss er sehen, dass er seine Herz 10 irgendwo retten kann. Dann kommt er nicht in Schwierigkeiten. Die Herz 10 ist hier wohl der entscheidende Einfach Punkt. Einfach bestellt, jawohl. Walter muss jetzt gleich eröffnen, das heißt das Spiel zum nächsten Stich ausspielen. Hartmut brachte Pik König. Das war doch wohl eine Anzeige. Aber da die Trümpfe ja geklärt sind, kann er tauchen.
Ja, aber was wäre, wir brauchen uns jetzt eigentlich gar nicht in was wäre, wenn. Hätte er Herz Ass jetzik nicht eröffnet, sondern Pik oder Kreuz gebracht. Können wir lange nachdenken, ob das Spiel zum Kippen gebracht worden wäre. Aber Martin gewinnt nun ganz sicher. Ganz sicher, ja. Ganz sicher, er macht alle Stiche. War eben noch mal so ein Kontrollzug. Ja. Na, entscheidend war, dass er jetzt, dadurch, dass Walter die drei Trümpfe hat, in Hinterhand kommt. Siehst du, auch ich lerne dazu. Ja, und Walter dann mit Herz Ass eröffnete. Ja. Könnten wir uns die Karten noch mal legen? Brauchen wir nicht, haben wir nicht nötig und gehen in Spiel 6. Ich habe auch nichts. Ja. Alles hat direkt gepasst. Das haben wir nicht nötig, hat er doch wohl gesagt, Hartmut. Wieder eine Einpasse und wir sind schon in Spiel 7. Kreuz und Karo Bube im Skat. Würdest du hier auf eine der Karten 18 sagen? Von der Ausgangskarte würde ich auf kein Blatt setzen. Nicht in der Situation, nee. Sowas von eingepasst. Sowas von eingepasst und ja. Das von Hartmut. Ja, aber es ist nirgends aber bisher ein Spiel zu erkennen. Hartmut war ja Vorjahresfinalist, belegte Platz 2. Zumindest habt ihr gut bis Ende. Alle Mann beklagen also sich. Passt. Ich meine, die letzten Passrunden, ja, da habt ihr zumindest alle gleich schlecht. 18. Jawohl. Bitte. 20. Ja, und da meinte Katja eben noch, ich hab gar nichts. Es könne sich keiner beschweren. Hartmut reizt dir einen 0 an. Ja, würde ich auch so sehen. Hab jetzt den Skat verpasst, aber ich glaube, da ein hoher Herz drin. Ja, Herz Ass. Und Martin muss ausspielen. Hartmut sagt 0 an. Jawohl. Mal einen kurzen Blick über die Karten geworfen. Nullover wäre zu kippen. Guck dir das an. Bernd, wenn Walter jetzt Karo Ass, Karo 9 spielen würde, von Martin, Pik, Ass, Dame weg, Pik, König gespielt, ja, 10 Blatt. Nach, Pik, 7 auf den Tisch. Ja, ja, das ja. Passiert bei einem Nullover. Aber wer hier so spielt, was sagst du? Guckt durch 6 Paar Socken. Ja. Nee. Hast du denn so gut gefunden oder hattest du das schon vorher auf der Hand? Ich wollte nun spielen. Das Spiel ist übrigens steht auf Tod. Ja. Hast du gehört? Du nur allein vom Hinlegen der Karten. Wir haben ja den Vorteil, so etwas zu sehen. Aber Hartmut nur vom Auflegen der Gegnerkarten erkennt, Tod. Das Spiel steht auf Tod. Tod, ja. Das zeichnet ihn aus. Kannst du was zum Hartmut sagen, Bernd? Absoluter Topspieler. Herz ist drum. Ein herzensguter Mensch. Auch am Skattisch. Keine Streitereien, keine Diskussion. Immer akzeptiert. Absolut top. Das haben wir hier auch bisher wahrnehmen können. Es gibt keine Diskussionen über irgendwelche Spielzüge. Was wäre, wenn? Wir sind in Spiel 9. Walter führt mit 230 Punkten. Hartmut immer noch trotz des gewonnenen Nulls eben bei minus 57 und Martin 117. Hartmut, der hier ein Herz spielt. Und auch den bringt er nach Haus. Ja, er muss noch einen Pikstich jetzt abgeben. Wird also weiter rankommen. Bringt sich aus den Miesen. Einfach Herz, 20 plus der 50 Segerpunkte sind 70. Die rote Zahl bleibt noch erhalten, aber er nähert sich dem Wendepunkt. 13 plus. Aber nicht Peter, ich krieg halt immer. Peter ist hinten bestimmt.
Hast du einen Favoritennamen? Mambo? Immer noch. Mambo. Mambo. Ob er uns den auch heute tanzt? Ja. Wenn er das Turnier gewinnt, würde er ihn schon tanzen. Aber mit Sicherheit auf dem Tisch. Ja, Mambo ist auch sein Spielername bei den Skatmasters. Was möchtest du denn spielen? Ich spiele Kreuz. Walter kommt ins Rollen. Hartmut kommt ins Rollen. Hartmut? Hartmut kommt ins Rollen. Naja, er ist auch gefordert. Ja. Von diesem tatsächlichen Fehlstart mit einer aussichtsreichen Karte reingegangen, musste er sofort das Fürchten erlernen. Aber sein Kreuz im Spiel 10 ist hervorragend gestellt. Er wird keine Probleme bekommen. Ja, alle drei haben sich das Ziel gestellt, hier Skatmasters-Sieger 2019 zu werden. Platz 1 dotiert mit 25.000 Euro, Platz 2 mit 15.000 und auf Platz 3 winkt immer noch ein 10.000 Euro-Scheck. Aber ich glaube, die drei Herren werden schon mit dem Ergebnis in diesem Finale zu sein, voll und ganz zufrieden sein. Auch da kann ich dir zustimmen. Muss ich nicht sogar, kann ich und muss ich. Du hast kurze Arme, ne? Mit 85. Ja, der Kreuz ging eindeutig auf Hartmuts Plusseite. So, alle sind eingescannt. Es kommt natürlich auch immer noch mit dazu, hier am Finaltisch zu sitzen. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und man hat diese mit den Karten präparierten Chips in der Hand. Man stelle sich vor, man hat zwei übereinander gelegte Karten, in der Mitte den Chip, um die Signale an die Software zu übertragen. Lieber Wolfgang, kurze Unterbrechung. Hier gehen zwei aufeinander los. Oh ja. In Bezug auf Reizen. Wir können erkennen, dass zwei Top-Karten aufeinandertreffen. Ich sehe ein Karo-Hand und ein Pik-Hand. Wir sind in Spiel 11. Wer hat denn jetzt? Hartmut hat aufgrund der schwarzen Farbe natürlich den höheren Reizwert und bekommt das Spiel. Die schwarze Farbe, die hier grün ist, aufgrund dieses Turnierblattes. Früher sagte man, Kreuz und Pik sind die schwarzen Farben, Herz und Karo die roten. Das hat sich leicht geändert. In der Spielkartenfarbe Karo so leicht orange, Herz ist rot geblieben, Kreuz ebenfalls. Aber Pik nun mal eben grün. Aber wir reden immer noch von schwarzen und roten Karten. Hartmut kämpft sich hier ran mit einem Pik, sechsmal Trumpf, wie ich gesehen hatte. Kreuz, Ass, 10, Lusch. Fünfmal Trumpf war es. Fünf Trumpf, fünf Ass, 10, Lusch und Kreuz. Kreuz 10 mit König gestärkt. Wird er sicher nach Hause fahren. Hat's König gespielt. 10 sind 57. Und er bekommt auf jeden Fall Augen nach Hause. Da sind sie schon. /84, /86. Hartmut klettert weiter. Die Pluszahlen werden immer größer und wir starten sofort. In Spiel 12. 12. Walter. Walter wird den Zuschlag bekommen. Walter in Vorhand. Hartmut passte ihm. Wir können immer noch schön erkennen, kein dass Walter hört. Ja, kein berauschender Stock für Walter. Stock. Skat. Der Skat. Ja, so haben die Skatspieler ihre besondere Sprache. Im Stock, im Skat, zwei Karten. Was möchtest du spielen? Ich spiele ein Kreuz. Kreuz?
Kreuz. Die Konstellation ist günstig. Die Karte steht 3-2 von der Trumpfverteilung her. Und seine Fehlabgabe in Herz steht auch 2-2. Also ja, er wird das Spiel lösen. Da, wir sehen es. Es ist natürlich für ihn so ein Zitterspiel. Wie stehen denn die Herzkarten? 3 Herz in einer Hand, Ass 10, König eventuell, könnten das Spiel zu Fall bringen. Ja. Und er sieht immer noch nicht, wie stehen diese Herzkarten. Noch ist dahingehend nichts passiert. Die Trümpfe sind geklärt. Und nun kommt Pik auf den Tisch. Er muss stechen und nun kommt der Wahrsager. Herz 9, Herz 8, Herz König. Nun kann er sich schon so ein bisschen ausrechnen, wie die Karte steht. Herz Ass 10 werden nicht in einer Hand stehen. Na, Herz 10 ist ja schon verladen. Das kommt noch mit dazu. Damit war das Spiel sofort geklärt. Er restliche Trumpf, Kreuz Dame, Herz Dame geht nach Hause. Hast kurz sich erschrocken. Ja. Und nun? Martin wird sich in diesem Spiel auch wieder an der Reizung beteiligen. 2 Jungs von oben, 2 besetzte Zehner, Ass 10, die 18 werden kommen. Pass auf. Martin erhält das Spiel. Bitteschön. Ja, nun schiebt er gerade die Karten zum Einscannen des Gartes herüber. Pik König, Pik 9. Wieder solch ein ominöser 5-Trümpfer. Der wird schwieriger aus unserer Situation, da die Trümpfe 4-2 stehen. Aber schon mal Karo 10 aufgrund des Ausspiels mit Karo Ass geklärt. Herz Ass 10 ist Doppelläufer. Auch dieses Spiel wird er sicher nach Hause bringen. Ja, wo diesmal die Trumpfkarte entscheidend ist. Hier rettet ihn ganz klar die Nebenkarte durch Ausspiel Karo Ass. Seine Karo 10 hoch. Der ominöse Doppelläufer Herz, ja. Vollen Trumpfstich da ein, hat er keine Sorgen. Schön ist, dass wir es sehen, aber die Spieler kämpfen müssen um jeden einzelnen Punkt. Um jedes einzelne Auge. Für Martin theoretisch noch draußen der Trumpfstich, der ist ganz eindeutig, aber eventuell auch noch ein Herzstich. Würden Herz 7 und Herz König in einer Hand stehen, aber wir könnten ihn beruhigen. Da ist die Karo 10 zu Hause. Herz wird bedient. Und jetzt ist es egal, was er spielt. Richtig. Er hat 66 Augen und macht den Sack zu in Spiel 13. Ist auch ein Spiel. Kann ich aber nicht. Kannst du nicht? Nee. Eins von denen, die du nicht kannst. Ganz genau. Ach, da unterhielten sie sich gerade über das schöne Spiel 66. So bin ich zum Skat gekommen, wenn ich das mal so nebenbei erwähnen darf. In Spiel 14 wird sich Hartmut wieder beteiligen und versuchen weiterhin nach oben zu kommen. Es sieht nach einem 0 aus. Dran. Er hat das Spiel auch bekommen. Nee, ne? Nee. Gibt ja auch keinen Grund zu. Eben. Ich spiele 0. Hartmut, sein Lieblingsspiel. 0. Mit einer blanken Pik 8. Man könnte auch Nullover spielen, mal mit einer blanken 8. Ja, ruhig bleiben. Aber als Ausspieler. Ansonsten, er hat keine Not, diesen Nullover zu spielen. Er braucht also nichts riskieren. Nein. Und wir sehen es, der Nullover, der wird sicher. Der Null. Oh, Null, entschuldige bitte. Der Null geht sicher nach Hause. Es ist noch nicht mal die Chance, diesen zu schlagen, wie wir uns erinnern. Anfangs das Einstiegsspiel, das Gewinnerspiel von Hartmut, war ja ein Null, den er allerdings als Nullover nicht gewonnen hätte. Was tun, Spruch zu Hause. Dieses Spiel zum Beispiel in den letzten beiden Blöcken, wo es vom Punktestand her eng ist, spielt man Nullover. Du meinst am Ende der am Ende. Liste? Ja, ja. Wenn er in Zugzwang ist,
kann man den auch als Nullewehr spielen. Zugzwang, wenn er ein Spiel unbedingt machen muss und auf Augen angewiesen ist, auf Spielpunkte. Sehr, sehr schöne Hand für Martin. Spiel 15. Der Skat wird ihn erfreuen und es wird ein Krang werden. Was ist denn nicht bei Martin? Ja. Ja, Kreuzbube, Herzbube, Karobube. Ein belastbares Spiel. Drei Asse. Herz, Karo Ass, Pik Ass mit der 9 besetzt, Kreuz 10, König 8. Auch eine Möglichkeit, hier mal auf Schneider zu spielen. Bernd, was meinst du? Wie würde ein Schneider funktionieren? Kreuz 2, 2. Dann ist der Schneider schon. Kreuz Bube jetzt gespielt, Pik Bube gezogen. Ja. Was müsst ihr jetzt spielen? Die Pik 9. Jetzt kommt er allerdings gleich mit Kreuz 10, offenbart sich sozusagen. Mache ich nicht, weil ich. Würde ich selber nicht machen, weil die Not nicht da ist. Das Spiel ist unverlierbar, also kann ich auch auf Kreuz 2, 2 spielen. Sozusagen auf den Schneider mal spielen. Und wenn dann Pik 10 König in einer Hand sitzt, sind 17 Augen raus. Ja, und nun kommt er auch gleich mit Pik 9. Aber ich kann mir gut vorstellen, das ist auch so eine Sache der Nervosität, wie wir schon ansprachen. Eine komplett ungewohnte Umgebung. Wir sind in Spiel 16. Kurzer Zwischenstand. Walter 304, Hartmut 255 und Martin 301. Martin und Walter passen. Hartmut geht in Vorhand rein mit 18. Bernd, und nun brauche ich dich. Und wenn er so hoch rangeht, wird er deutlich. Das ist Hartmut, wie er leibt und lebt. Er ist ein Offensivspieler. Karo 8 gedrückt. Und was sagst du zum Drücken? Pik König liegt. Pik König hat er runtergelegt. Er muss sich für einen König entscheiden. Bauchgefühl? Ja. Es ist keine Reizung. Er hat also keinen Hinweis, welchen König er drückt. So, wir schauen mal. Der Weg jetzt geht schon über Herz. Er versucht mit Herz König den sogenannten Schnitt auf die 10. Die wird in Hinterhand von Martin rausgenommen. Öffnet von Karo zu 4 die Dame. Karo Ass. Oh, das. Abstich. Du, das jetzt kitzelt. Jetzt muss er überlegen. Jetzt. Kreuz. Übertrumpf. Mittelhand. Walter muss ausspielen und Hartmut als Zweiter die Karte dazugeben. Wieder Karo. Oh, Walter legt sich einen Plan. Eventuell die Herz 7. Über Abwurf Karo. Wenn Martin ans Spiel kommt, loszuwerden, dann könnte er ein Herz stechen. Jetzt muss Abwurf Pik 7 kommen, korrekt? Richtig. Karo 10. Jetzt ist der Schlüsselzug für mich Karo 7 und nichts anderes. Und der kommt nicht, dann hätte Walter Herz 7 abtragen können. Ja, sofort. So wie ich Walter kenne, wird im Nachspann auch dieser Satz folgen. Ruhig und sachlich, aber Walter wird diese Karo 7 ansprechen. Er baut sich vielleicht auch den Plan über Pik bzw. einen eventuellen Pikstich. Ja, er schaut ihn an, verweigert den Trumpfstich, indem er andersrum spielt und hofft über Pik 10 und König das Spiel zu siegen. 49 Punkte, 49 Augen. Hartmut meinte eben noch, Pik 10 gewinnt. Ja, Probezeit. Mein Skatspiel hat mich nicht verlassen. Richtiger Eindruck war Karo 7, Spieltod. Abwurf Herz 7, Verlust von Herz Ass und Hartmut gewinnt dieses Spiel nicht. Aber ganz ruhig und sachlich, so wie man Walter kennt, Karo 7 muss kommen, ohne Diskussion, ohne irgendwelchen Nachdruck, aber eben und Hartmut bestätigte ihn ja, stimmt. Ja. Dann wäre Abstich Herz Ass auf 60 gewesen. Richtig. Ist nicht. Und nun ist der Punktestand so dünn. Hartmut hat die Führung übernommen. 329.
vor Walter mit 304 und Martin nur 28 Punkte von Platz 1 getrennt. Also hauchdünner kann man es sich hier schon gar nicht mehr vorstellen. Ein einfacher Karo bringt die Liste vollkommen durcheinander. Dass wir mal zwei, drei Spiele abkürzen können. Ne? Das war ja fix, ne? Ja. Wie meintest du das eben mit dem einfachen Karo, der das Spiel durcheinander bringt? Martin, einen einfachen Karo spielt, ist er Erster. Ja, na. Von der Reihenfolge. So dicht sind die drei zusammen. Ja, nun ist er in Martin, Führung. Martin ein Monsterspiel und hat sich erstmal abgesetzt. Wir sind bei der Hälfte angekommen, spielen 18. Passe. Spiel 18. In Spiel 17 wurde aus dem einfachen Karo ja dieser Riesengrang. Grang Schneider. Bitteschön. Walter hält das Spiel mit 18. Eine schöne Karo-Option. Und du möchtest mir einmal noch sagen, was du spielst? Ich spiele ein Karo. Ein Karo. Ich habe das Warning schon verspannt. Walter eröffnet von seiner Karte mit Blank. Ja, das ist schon ein bisschen... Ja. Bisschen ungewöhnlich. Voilà, spekuliert, Herz nach, Abwurf, Kreuz. So. 20 im Stock. Trumpf volles hat er noch vor sich. Er wollte mit Sicherheit auch so ein bisschen locken. Vielleicht schneiden die Gegner auf die Herz-10 oder im Gegenzug, wie es ja auch kam, Herz hinterher und er ist dann preiswert seine Kreuz-Dame losgeworden im Abwurf. Ganz hervorragender Anspielzug. Ja, 40, ihr könnt nicht mehr gehen. Walter, korrekte Aussage. Karo und 2. Er kürzt ab, trotz des draußen befindlichen Pikstiches. Aber die Gegner können nicht mehr gewinnen, keine 60 Augen erreichen. Wir haben die Hälfte hinter uns und starten in Spiel 19. Ausgangsposition Hartmut. Er wird den Kreuz anreizen. Du musst dich doch konzentrieren, was du tun sollst, ne? Und hier nicht noch so eine Ringe gucken. Siehst du? 18, 20, 20, 2, 2, 0. Voll konzentriert. Ausgeschieden. Bitteschön. Hartmut erhält das Spiel bei 23. Findet den sechsten Trumpf. Für einen Kreuz. Trümpfe 3-2. Er hätte ja auch den sechsten Trumpf in Karo. Kann er aber nicht mehr einfach spielen, da ja der Reizwert schon überschritten war. Jawohl, 23. Seine Fehlkarte mit König Dame 7 steht sauber. 2-2. Trümpfe 3-2. Er wird den Kreuz ganz sicher nach Hause bringen. Jetzt hat er mir meine Farbgebung wieder einen kleinen Streich gespielt. Ich hatte bei Hartmut das Karo Ass gesehen. Hat er ja gar nicht. Pik Ass hat er. Karo Ass sitzt bei Martin. Ja. Pik Ass geht nach Haus, Kreuz. Karo Dame ist hoch. Karo Dame hoch, Kreuz ist Trumpf. 64 hat er schon. Rest. Spiel 19 Hartmut, ja. An Hartmut. Einfach Kreuz. Mit einer kleinen Option, es wurde noch Schneider. Und der Schneider zum Kompott. Einfach Kreuz, Schneider. Mit einem Spiel 2, Schneider 3, 36. Bringt ihn auf 415 Punkten mit den 50 Sega. Guck mal, jetzt fehlen dir die hier noch. Ach doch, passt schon. Hartmut hat vielleicht... ausgeben lassen. Dann lässt sich aber gut, ich hier noch mal scannen muss. Dann sagen oh, drei Buben bei Walter. Ausgangskarte hervorragend. Ja, jetzt muss er öffnen. Ich sag's ihm auch nicht, weil hat schon den Überblick. Na, ich bin böse. Ja. Da wünscht man sich doch als Alleinspieler mal im Skat zu finden, Kreuz 10, Karo Ass. Oder Herz Ass, Herz 10.
aber... Schauen wir mal, was mein Freund der Geber mit mir so angestellt hat. Aber die Ohnmacht wird ihn jetzt eher erreichen. Aber er kein lässt sich nichts Asgard. An. Er lässt sich nichts anmerken. Mein Cousin wird nicht ausgewechselt. Spiel ein Herz. Er wählt die Billeration. Aber nicht Herz. Nein, das nicht. Der Herz durch Kreuz-Ass-Verstärkung ist stärker. Naja, deshalb braucht er gar nicht überlegen, welches Spiel er hier nimmt als billiges oder preiswerteres. Der Herz würde ja 30 zählen. Ja, Kreuz 36. Zählt, genau, Kreuz 36. Aber so wie du sagst, viel, viel stärker der Herz. Und auch nicht mit der begleitenden Asskarte. Ja. 50 Schlieren, ihr könnt nicht mehr gewinnen. Korrekte Aussage von Walter. Schöne Abkürzung. Ja, aber er macht es unserer Software etwas schwieriger. Die Karten müssen nachgescannt werden, weil in diesem Fall die Gegner stichlos gewesen wären. Wir mussten die Karten nachscannen zum Herz mit Zweien. Aber wenn man noch mal genauer nachdenkt, da wäre der Schneider drin gewesen. Ich glaube, er hat etwas früh seine Karten offengelegt. Ja. Gute Ausgangskarte für Hartmut, bekommt das Spiel auch für 20, hat also beide Optionen, Pik und Kreuz. Dann hast du mich aber noch nicht brüllen hören, ne? Zweimal Ass zu viert, er wird die Kreuzkarte wählen. Kreuz. Kreuz. Ja, und da haben wir den Fall. Vorhin hatte ich es leider fälschlich so ein bisschen erzählt, aufgrund meiner Farbschwäche. Aber hier eindeutig mal zu sehen. Zwei gleich starke Karten in Trumpf und in der Beikarte. Ja, was wählt man dann, Bernd? Man wählt schon das Spiel, was die besseren Augen bringt, mit der höheren Wertigkeit. So, ja. Aber eben haben wir es noch mal kurz gesehen. Walter ist sofort mit der blanken Pik 10 gekommen. Das macht das Spiel natürlich für Hartmut wesentlich einfacher. Obwohl er gegen 4 Atu läuft. Und Walter die lange Herzkarte hätte bringen können. Ja. Oh, das hätte ihn, glaube ich, doch noch arg in Schwierigkeiten bringen können, den Hartmut. Wenn Hartmut aber Pik Ass sieht und Pik 10 fällt, bleibt das Spiel genau dasselbe. Ja, und er muss über Pik Ass gehen, wenn er auf Schuss kommt. Ja, die zweite Karte. Aber er muss doch zumindest erstmal von Walters Sicht aus heraus die lange Herzkarte bringen. 4-mal Herz. 4 Trümpfe standen bei ihm. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen früh, die Pik-Karte da zu klären. Ja, aber wie gesagt, wenn Walter mit Herz kommt, Hartmut kommt in Zuchtzwang, weil er stechen muss, merkt, dass er gegen 4 Trümpfe läuft, wird er sofort über Pik Ass gehen und auf Pik 10 spekulieren. Und das Spiel nimmt den gleichen Verlauf. Bernd, wir müssten streiten. Ich spiele Herz lang. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, und nun hat er das Spiel auch schon zu Hause gehabt. Spiel 22 konnten wir noch erkennen, in der Zeit wir uns hier über ein Was-wäre-wenn unterhalten haben. Spiel 23. Hartmut wieder hervorragende Ausgangskarte. Mir fällt auf, nachdem wir die Halbzeit überschritten haben, dass wirklich ganz solide gereizt wird. Keine Hebereizung, kein Herausfordern. Hebereizung, was ist das? Hebereizung, wenn man selber ein Kreuzspiel hat und der andere hat ein Karo, vielleicht mit Zweien, dass man ihn dann drüber weghebt, sodass er sein einfaches Spiel nicht spielen kann und eventuell auf Hand gehen muss. Ja, eventuell mal auch eine Farbe anreizen über einen Wert, deren Farbe man überhaupt nicht führt. Da geht es immer ganz gut mit den Karo- oder Herzkarten. Mal eine 22 ansagen, obwohl man gar kein Herz, gar keinen Pik in der Hand hat, aber nur um über den Wert von einfach Herz zu bringen. Nun, in diesen vielen Möglichkeiten haben wir es völlig verpasst, uns hier mal die Kartenfolge anzusehen. Hartmut spielt einen Pik einfach. Er kämpft weiter und kommt auf Pik einfach Schneider. Wir gehen mal in die Interviews. Wir haben jetzt 23 Spiele gespielt. Wie schätzt du dich denn bisher ein? Hätte ich nicht gedacht, dass ich so mithalten kann, aber das freut mich. Ja. Bis jetzt ist ja nicht viel am Tisch gelaufen, ist relativ ausgeglichen. Mhm. Im Moment hat Hartmut ein bisschen die Nase vorn. Nach einem durchaus Fehlstart mit
sehr mäßigem Material habe ich, glaube ich, jetzt sehr viel gekämpft. Fühle mich in der Position jetzt im Moment durchaus sattelfest und hoffe, dass die Kollegen jetzt nicht noch jeder dreimal Gang mit vier spielen und sich wieder absetzen können. Wie schätzt du denn deine Gegenspieler ein? Ja, wesentlich stärker, weil die viel mehr an Turnieren teilnehmen und Ligaspiele machen und was weiß ich nicht alles. Ich bin ja nur so ein Dorfspieler. Sind sicherlich auch ein bisschen nervös, spielen ihre Karte aber ganz korrekt. Und die ganzen Feinheiten, wo vielleicht eine Kartenklärung noch nicht vorhanden war, war dann auch schon mal zu meinen Gunsten, dass ich die Partie gewinnen konnte. Hartmut ist mit allen Wassern gewaschen und den darf man komplett nie unterschätzen. Ja. Mambo habe ich noch nie vorher gesehen, auch glaube ich noch nie im Online gespielt. Ja, ist jetzt ein bisschen unberechenbar. Wie glaubst du, wird das Spiel heute für dich ausgehen? Ja, ich würde gewinnen. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Über den dritten Platz würde ich mich sehr freuen. Alles, was drüber ist, ist ein Highlight. Das Ergebnis, der Zwischenstand ist im Moment sehr knapp. Es kann also tatsächlich natürlich noch jeder gewinnen. Oi, waren das Aussagen. Da kam Hartmut ja, glaube ich, noch mal mit diesen Feinheiten vielleicht auf Pik 10 zurück. Auf die blanke Pik 10. Schöne Ausgangskarte für Hartmut. Oh. Das, was er den anderen nicht gewünscht hat, liegt jetzt in seiner Hand. Mit Skat, Pik, Bube, Pik 10. Absoluter Traum eines jeden Skatspielers. Das wird der Grang mit Dreien. Aber ich möchte nicht sagen, dass er Ihnen das nicht gewünscht hat, sondern er hatte nur Sorge davor, dass es doch andere bekommen. Denn wenn die Karte kommt, ist sie da, so wie hier für ihn. Und nun, oh, schau hin, Kreuz, König, Karo, Dame gedrückt, Herz 10 blank stehen gelassen in der Karte. Das ist Hartmut, wie er leibt und lebt. Was meinst du, warum tut er das? Er spekuliert auf Schwarz. Auch das war meine erste Einschätzung. Die wollte ich eigentlich nur von dir untermauert haben. Wir müssen weiterspielen, sonst macht das System das wieder nicht. Achso, glaube ich nicht. Für Rest mit schon. Schneider geht ja jetzt, ne? Ja, das geht. Das geht. Alles klar. Gut. Wenn man die Liste verfolgt, die ersten 23 Spiele, war dieses Spiel das erste für mich Großspiel, was mehr als 100 Punkte gebracht hat. Das ist natürlich ein Quantensprung im Verhältnis zu den Spielen voraus. Na, das war nicht nur für dich so, dass es das erste große war. Ja. Tatsächlich, das erste Spiel überhaupt mit dem Zählwert größer als 100, mit Reinspiel 4, Schneider 5, mal Grundwert 24, den Grand 120 plus den ominösen 50 Siegerpunkten. 170 Punkte. Hartmut hat sich damit eigentlich nach vorn katapultiert. 742. Er jetzt weiter in Führung. Im folgenden Spiel lässt sich Martin nicht lumpen. Drei Buben mit Zweien. Ein ebenfalls hervorragender Gang. Und er kommt damit auch wieder auf Tuchfühlung an Martin heran. Och, Verzeihung, an was rede ich denn? An Hartmut, an ran. Hartmut Martin, ran. Martin kommt an Hartmut ran. Ja, so einfach ist es denn doch nicht mit den Benennungen. Rang mit Zweien für Martin. Obwohl Martin sein Skatlicht ein bisschen unter den Scheffel gestellt hat, im Interview spielt er doch ruhig, solide und ohne größere nennenswerte Fehler. Hut ab dafür, dass er nur ein Online-Spieler ist. Naja, er sagte ja auch so ein bisschen provokant, nur ein Dorfspieler. So kann es aber nun doch nicht sein. Er hält doch stark mit. Platz 3 hat er ja auch sicher. Er freue sich natürlich über alles, was mehr wird. Und brachte den Gang nach Haus mit Zweien. 643 nun für ihn. Hast du was? Er müsste von dir hören. Dann passe ich. Das ist dein Spiel. Deswegen dachte ich, du möchtest jetzt einen Gang dann sagen. Gerne. Hätte er gerne gewollt. Ja. Ja, und nur Hartmut mit einer schönen Anreize. 5 Trümpfe. Jetzt 6. 6 Trümpfe. Mit dem. Dieser Button ist bei dir. Mit der Findung. Ich wahrscheinlich dran. Wir würden sagen, ein Monster-Karo. Ja. 6 mal Trumpf. Ass 10, Lusch in Pik. Kreuz Ass. Die Trümpfe sind gut verteilt. 3-2, den würde er. 3-2, kann schlimmer kommen. Schneidergefahr. Wird er auch versuchen.
Schneider Gefahr für die Gegenspieler. Er sieht die Schneider Chance als Alleinspieler der Hartmut. Na, und da hat er doch Erfolg. 12 Augen beim Gegner, ein Trumpfstich. Und Hartmut wird einen einfach Karo Schneider nach Hause bringen. Mit den auf bestmöglichen 14 auf Augen. Auf seinem Konto gutschreiben. Setzt sich wieder ab nach dem Kurzangriff von Martin. Der Spielstand: Walter 461, Hartmut 819 und Martin 643. Walter muss kommen. Bernd. 10 Spiele vor Schluss. Karte für Walter. Unablässig, er muss reizen. Ja, auch wenn man jetzt hier den Spielstand nik zugrunde legt. Ein Sechstrümpfer. Pik, Karo, Bube, Herz, Ass, König, 8 und 7 in der Beikarte, Kreuz, Ass und 10. Aber du übel gefunden. Mit den beiden Luschen. Ich spiele ein Herz. Und läuft gegen 4 a 2. Gegen vier Trümpfe bei Hartmut. Kreuz kommt Einschub ins Ass. Einschub, also die Karte, die er führt, um weiterspielen zu müssen. Ja. Karo Bube, Herz 9 Abwurf. Martin wirft Kreuz 7 weg. Walter zieht weiter Trumpf. Übernahme Herz Bube von Hartmut. Ja, Martin hat sich für das richtige Ass entschieden. Ja. Das war, glaube ich, die Schlüsselkarte. Ja, so eine 1:1 Chance, ja, ne? Ja, ja. Ich glaube, das war die entscheidende Karte. Ja, jetzt nun kommt auch. Kommt auch noch Karo. Einen Abwurf wird er machen in Pik. Macht er auch. Hartmut wird Pik 10 scharf spielen. Eingebrachte 35 Augen. König Pik Ass scharf traute er sich hier nur nicht so ganz, wie du es so nanntest. Dann ging er nicht. Aber der Rückzug kam. Ja. Ja, und nun wirft es Walter zurück. Walter jetzt nach Spiel 27 bei. Jetzt baut sich bei Walter natürlich Druck auf. Jetzt geht's wirklich nur noch hopp oder top. Ja, aber ich glaube, sein Unterfangen in den Interviews hier zu gewinnen, das wird wohl kaum noch möglich sein. Hartmut ist schmerzfrei, wieder 18. Haut das Schnaufen. Ja, aber dünn die Karte, ne? Ja. Ja. 5-mal Trumpf und nur ein Ass? Dann spiele ich einen Grand. Es bleibt ihm Vorhand und du siehst, er findet ja riesig zum Grand. Und das in Vorhand, Kreuz, Karo, Bube. Es fallen für ihn leider nur ein Bube. Nicht die Buben 1:1, da sie nämlich bei Martin zu zweit in der Hand stehen. Und da kommt jetzt der Abstich in Pik 10. Jetzt gibt er in Ruhe 2 Fehlstiche ab. Bringt sein Spiel nach Haus. Und bringt sein Spiel nach Haus. Für Walter wird das dann wohl aussichtslos sein, sein Ziel zu erreichen. Aber Martin hat ja noch die Chance, hier am Thron zu kratzen. Aber Hut ab, nach Hartmut sein Fehlstart. Bisschen mit Glück, aber auch hervorragender Skat. Aber stark gekämpft. Ja. Nicht nur bis hierhin. Und gerade wenn man solch einen Fehlstart zu verkraften hat. Schöne Ausgangskarte für Martin. In Kreuz ein Sechstrümpfer. Die Beikarte lässt etwas zu wünschen übrig. Walter kann aber mit Karo Hand dagegenhalten. 20, ja. Und da ist doch schon die Reizung Richtung Hand. 4, ja. Da sieht es ja etwas stärker aus. Karo Hand. Meine Einschätzung war richtig. Karo Hand, 6er 2, beide Trumpfvollen, 2 Fehlasse. Der müsste zu lösen sein. Die Trümpfe stehen 3-2. Ein voller liegt noch im Stock.
Für ihn natürlich dann schön von der Asskarte weg. Ass und Lusch in Pik, auch in Herz. Trümpfe stehen gut. Ja, eigentlich läuft's optimal für ihn. Eben auch noch die 14 Augen in Kreuz gefangen. Ja. 49 hat er schon. Zwei Asse in der Hand. Und die sind beide hoch. Also Walter hat sich noch nicht aufgegeben. Nein, er wird weiter versuchen dran zu bleiben. Er hat auch gar keine andere Wahl, wenn er dieses Turnier gewinnen will. Naja, aber auch bei Punktstand 0 oder ganz weit vorne wäre er doch hier auf Karo Hand auch gegangen. Ja, den Karo Hand reizt. Schneider frei, 31 Augen für die Gegenpartei. Wir können beruhigt in das Spiel 30 gehen. So. Mittelhand wird passen, Hartmut wird passen, auch Martin wird passen. Und jetzt ist aber solch eine Situation. Jetzt ist die Karte ist nicht belastbar, man könnte passen, aber er muss. Walter muss rein. 20. 2. Ja. Ich habe gar nichts. Los für den Grab. Und sieh an. Hartmut muss. Schauen wir mal, was so passiert. Muss ich das von hinten ansehen? Und Walter geht rein. Ja, hat sich die 22 angehört und das, glücklicherweise findet er noch ein Kreuz. Er hat sich da natürlich ein bisschen mehr versprochen. Aber die Drückung, lieber Wolfgang, schau mal in die Karten bei Walter. Volles Risiko, 10 blank gestellt, hopp oder top, seine Karte ist in Hinter, ist zu schwach. Naja, und er versucht jetzt über diese Pik 10 diesen Angriff noch siegreich durchziehen zu können. Das war die Situation, die du angesprochen hast. Er muss, ist über diesen... Die Ausgangskarte war einfach zu schlecht. Er muss, und er muss versuchen zu zaubern, ganz klar. Er musste auf den Skat reizen, ja. Fand schlecht und versuchte jetzt den Weg über Pik 10 zu gehen. Und der steht ihm immer noch offen. Wer weiß, was passiert, wenn doch jetzt irgendwann mal... Hartmut hat ihm nicht geholfen und den Gefallen getan. Das Pik Ass und da ist es passiert. Ja, es ist passiert, genau. Ja, schade für Walter. Die Chance gesucht, gekämpft, leider erfolglos. Wir sehen noch 2 Blöcke in der Liste, das heißt 6 Spiele. Hartmut wird sich, für meine Einschätzung, wird er sich ganz leicht zurücknehmen und abwarten, was rechts und links passiert. Er wird jetzt kein Risiko mehr gehen. Ja, und nun, schau hin, Walter hat jetzt so ein starkes Spiel. 20, ja, 2, ja, 0, ja, 4, ja, 7, ja, 30, ja, 3, ja, 6, ja, 40, ja. Und würde Martin ans Spiel kommen? Er reizt schon den Nullover. Könnte er es noch mal Nullover. Ja, für Martin wäre er rangekommen. Walter muss den Gang durchziehen. Er hat keine andere Option. Und er sucht immer noch den Funken am Horizont. Oder er sieht den Funken am Horizont, hier doch noch nach vorn zu kommen. Hat jetzt auch einen schönen Gang. Sollte Herr 10 blank sein, Kreuz 2-2 sitzen, ist noch Schneider möglich. Wenn Herr 10 bestellt ist, werden Sie ganz sicher aus dem Schneider kommen. Ist alles so. Aber Walter wird die 72 Augen plus Bonus gut beschrieben kommen. Bekommen. Also so, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Karte wäre auch in der Ausgangsposition verlierbar. Ja, ja. Lief aber nur nicht so, weil die Kreuz gut standen. Er gibt jetzt noch diesen ominösen Herzstich ab. Die Gegner haben aber keine Chance mehr zum Gewinnen, sind Schneider frei. Grang mit 2 auf der Plusseite für Walter. Ja, bei Walter geht's jetzt. Hopp oder top. Geht hier doch noch was? Richtung Platz 2 erstmal, aber sind ja auch fast 300 Punkte. Ja, aber geht hier vielleicht doch noch was? Und er wird wieder reizen. Auch das Spiel. Du. Walter, wir hören von dir. Hier geht noch was, denkt er sich. Martin wird wegbleiben.
Nee. Hartmut würde reizen, aber nicht in seiner Situation. Und Walter muss reizen. Hat eine kleine Nulloption. Ein Karo finden. Ja, und nun kommt dieses taktische Spiel von Hartmut. Martin, der direkte Verfolger, ist raus. Er ist gar nicht großartig gefordert, hier ein Risiko einzugehen. Überlässt, kann ganz beruhigt dem Walter dieses Spiel überlassen, da er ja im Moment in der Liste keine Gefahr für ihn bedeutet. Und Walter findet allerdings schwach und spielt hier einen Null. Und der auch schon in Stich 2 rum ist. Ja, wieder zurück. Also wenn... Ruhig bleiben. 8 Karten zurück. Wir laufen nicht weg. Wieder zurückgefallen mit diesem Null. Verloren. 376 für Walter. Hartmut jetzt 1037. Mein Mann hat aufgegeben. Martin 763. Du darfst hören. Du darfst sagen. Ich habe gegeben und ich muss weiter sagen, ich habe gar nichts. Martin wird und wieder passen. Und Walter wird wieder 18 sagen. Ich kann ja nichts mehr. Mein dritter Preis ist ja da, den kann man mir nicht mehr wegnehmen. Ja, stimmt. Naja, und nun sagt er sich, völlig egal, ob ich hier dieses Spiel noch gewinne oder verliere. Einpassen möchte ich es nicht, ich bin zum Spielen hier. Oh, und das sieht doch auch. Steht doch auch auf Verlust. Er kriegt aber eine Bestrafung. Jetzt die letzten 2-3 Spiele. Ist ja wirklich extrem. Wie sagst du immer? Höchststrafe war das, diese Findung? Ja. Und wird wohl diesen Null... Oh, Verzeihung, diesen Karo, da lacht er schon. Er erträgt es mit Fassung, den Karo nicht nach Hause bringen. Der Karo sieht so schlecht aus, der kann noch Schneider werden. Ja, sein eigener Schneider. Da passiert schon. 90 für die Gegenspieler. Walter verliert Karo einfach Schneider. Meine Einschätzung war korrekt. Er verliert ihn noch einfach Schneider. Keine Chance einzupassen. Macht ja keinen Sinn. Nee, macht ja keinen Sinn. Nein. Wir gehen in den letzten Block, Spiel 34. Hat Martin es noch in der Hand? Martin konnte sich im Halbfinale. Ich spiele 34. Da wurde ihm der Thron noch überlassen. Platz 1 im Halbfinale. Um in dieses Finale zu kommen, wurde er mit dem letzten Spiel Listensieger. Martin wird passen und diesen Platz 2. Ich habe auch nichts. Sowas von feiern. Ja, da müsste er aber jetzt auch reingehen, der Martin. Nö. Tut er nicht? Nein, er wird ganz klar den Platz 2 kein Risiko eingehen. Ja, aber Bernd, 600, fast 600 Punkte Vorsprung, 530 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Er will doch ran an Platz 1. Er hätte doch jetzt hier wenigstens mal 18 sagen müssen. Was bringt ihm jetzt Spiel 35 und 36? Sind 200, er bräuchte ja schon zweimal Rang mit 4 oder mit 3. Pass auf, ich sag 18. Jetzt geht er wenigstens rein mit diesem einfachen Kreuz. Ja, ich krieg den für 18. Gut. Geht rein mit einem einfachen Kreuz. Findet zum Sechstrümpfer dazu mit der Kreuzdame. Trümpfe 3-2 Sieg. Ass König 7 in Ass, Pik eine die blanke Herz 9. Nee, mit Verzögerung. Pik sagt, Pik steht gefährlich, 3-1. Die Technik dankt das. Die beiden Herzvollen stehen auseinander, also es gibt. Und Hartmut kommt jetzt schon mit Pik Dame, mit dieser blanken Pik-Karte, um seinem Mitspieler eventuell eine 10 stark zu spielen. Und genau das ist passiert. Pik 10, Karo Ass. Ja, das ist der Gewinner. Pik Rückschub, ja. Sodass Martin jetzt weiterkommen muss. 35 Augen bei den Gegenspielern. Immer noch ein Trumpfstich hoch und eine Karte ungeklärt. Das weiß Walter jetzt. Welche Karte kann das sein? Karo gestochen, 3 Pik gesehen. Übernahme in Trumpf.
Herz 10 Ladung gewinnt der Alleinspieler, Karo 10 Ladung. Ist, genau. Und Hartmut genau, weiß genau das. Genau die falsche 10. Hartmut weiß das. Herz Ass 49, 60. Und damit ist das Spiel für Martin rum. Mal mit der Spielmarange. Genau. Ja, die ominösen 60. Martin hat es versucht. Naja, nicht nur versucht. Verlieren wollte er den bestimmt nicht. War so eine Blenderkarte. Mensch, kein Karo nachspielen. Und damit ist die theoretische Chance schon vorbei, um Martin noch mit dem letzten Spiel heranbringen zu können. Ein möglicher Spielgewinn mit einem Grangouvert mit Vieren wären 264 plus 50 Siegerpunkte, 314 reicht plus 705. Nicht möglich. Hartmut gewinnt das Masters. Hartmut strahlt. Walter wird noch mal reingehen. Jawohl, die 18 sind da. Aber die Seuche bleibt am Fuß. Ja, die Seuche. Aber Hartmut kann schon strahlen. Wollen wir ein kurzes Resümee ziehen? Es läuft da Höchststrafe im Abschiedsspiel noch mal gegen fünf Trümpfe. Und läuft gegen sechs. Ja, ich sag's ja ungern, dass Skat etwas mit Glück zu tun hat. Am Ende ist doch immer der stärkste Spieler vorn. Aber wenn es doch mal so die punktuelle Kartenverteilung trifft, wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch das Pech hinzu. Aber Hut ab, Hartmut, nach diesem Fehlstart ruhig und sachlich geblieben. Kleines bisschen Risiko gegangen, muss er ja, um aus dem Miesen zu kommen. Kontinuierlich gesteigert, ein oder andere Mal Glück. Der Riesengrang. Kurz nach den Interviews war die Schlüsselkarte. 170 Punkte ist erstmal ein Ruck, der auch durch die beiden Gegner geht. Und dann hat er konstant seine Karte zu Ende gespielt und hat nur noch aufgepasst. Fehlerfrei. Rechts und links nichts passiert. Und so wie er sagte, die kleinen Feinheiten, die ihm dann so entgegenkamen. Der Gegenspieler. Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Ja, für Hartmut, ja. Masters-Sieger 2019. Mein Glückwunsch nach Vize im vorigen Jahr. Danke. Hartmut, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute. Dankeschön. Jetzt hat es sich ja noch mal relativ schnell gewendet. Wie ist es dir dabei ergangen? Ja, ich hatte schon in der Pause ein gutes Gefühl, dass es danach wohl stark für mich weitergehen würde. Und dann kriegte ich Riesenkarten. Walter hatte Pech mit seinen Verteilungen und ich konnte mich ein bisschen absetzen. Zum Glück konnte Mambo dann keine Anschlusstreffer mehr erzielen, dass ich es hinterher auch sehr ruhig ausklingen lassen konnte, ohne ins Risiko gehen zu müssen. Und was wirst du mit dem Preisgeld dann anstellen? Es könnte die ein oder andere kleine Reise vielleicht stattfinden. Und von unserem Auto ist letzte Tage die Batterie kaputt gegangen. Da wird es wohl für eine neue Batterie. Da wird es eine neue wohl vielleicht noch was übrig vielleicht bleiben. Vielleicht eine Batterie mit etwas außenrum. Mal gucken. Michaela, die Vorjahressiegerin, übergibt den Pokal an Hartmut, Skat Masters Sieger 2019. Wir sehen uns wieder im Jahr 2020. Bernd, vielen Dank. Auf Wiedersehen.